Ja, hallo. Ja, wir sind hier mitten bei Let's Play Zelda Breath of the Wild. Ja, wir sind gerade dabei, jetzt im Akala-Gebiet noch verbliebene Crocs einzusammeln. Und ja, das wollen wir uns eigentlich nicht anschauen, sondern wir wollen auf die Karte. Ich habe hier schon mal die nächsten Crocs markiert, die wir uns mal vornehmen können erstmal und dann können wir mal weiterschauen. Ne? Also ich würde sagen, wir teleportieren uns mal hier hin. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Crocs auch finden und einsammeln. Und das müsste, denke ich, auch für diesen Part erstmal genug sein. Ja. Und dann kann man weitersehen, ne? Jo, hier sind wir. Auf jeden Fall soll es in diesem Gebiet da unten noch was geben. Und ich habe gehört, es soll auf dieser Insel scheinbar auch noch irgendwas geben. Also auf der sind wir sicherlich schon mal gewesen, ja. Aber vielleicht haben wir da auch irgendwas übersehen. Weil auf der Karte war jedenfalls markiert, dass hier irgendwas sein soll. Ja, eine Statue ist hier. Aber irgendwas sagt, dass hier noch was sein muss. Genau wissen tue es auch nicht, aber. Oh. Da unten ist wieder Kilton mit seinem Laden. Könnten wir irgendwann auch noch mal vorbeischauen. Auf jeden Fall sollte dieses Gebiet auch irgendwie markiert werden. Ich weiß nicht, warum das nicht markiert ist, aber können ja dann vielleicht noch mal zu der Göttin da beten. Vielleicht bringt das ja irgendwas. I don't know. Jo. Nö. Also, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, wie genau man das aktivieren kann. Das soll auf jeden Fall so ein Symbol hier sein, ne? Sowas wie Stall von Südakalla oder so. Naja, wir schauen erstmal und gucken dann mal weiter. Ja, irgendwo hier soll ein Krog versteckt sein. Aber wo auch immer der ist, keine Ahnung. So, nur hier wimmelt's halt von Western, ne? Muss man extrem aufpassen. Jo! Ihr seid ja so kampflustig hier. Öh. Na, ihr wollt nicht mehr, ne? Na dann. Wenn ihr es unbedingt mit mir anlegen wollt, tut es. Oh. Was war das denn? Ja. Korrekt, hier sollen Crocs sein. Ah ja. Hier sind wir. Oha. Ja, ein Wächter hat uns im Visier.
Oh oh. Nö, schieße erstmal eine Runde. Und jetzt können wir das schön einfrieren. Wunderbar. Jetzt kriegst du was auf die Mütze hier. Mein Lieber. Yo, das hat dir wehgetan, ne? Okay. Aber nochmal einfrieren hier. Sehr schön. Oh! Oh shit. Der hat uns aber voll getroffen hier. Okay. Essen wir noch was. Puh. Scheiße. So schnell können die Herzen weg sein, ne? Ey. Nee, 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 nee. Oh, scheiße. Ich beschütze dich. Ja, so habe ich mir das definitiv nicht vorgestellt hier. So, jetzt. Weg. Mein Gott. Uff. Ja, das war jetzt ein bisschen unnötig, wie fast Gebet dafür aufgeben zu müssen, aber egal. Das haben wir. Puh. Und jetzt, genau, die anderen Crocs. Auf jeden Fall soll noch da hinten einer sein. Meines Wissens. Ah, du kommst mal mit hier. Naja. Jo, der soll irgendwo hier sein. Oder aber auch da oben. Ja. Genau. Ach ja. Okay. Müssen wir einen Stein in der Nähe suchen. Ja, wir wissen, dass hier was ist. Aber wir wissen leider nicht, wo ein Stein ist. Ist halt so das Dumme, ne? Dass diese Steine nicht angezeigt werden durch das Stasis-Modul. Da muss man einfach ein bisschen selbst auf die Suche gehen. Ja. Naja. Oh, schade. Das wäre es noch gewesen, wenn wir das noch erwischt hätten. Hä?
Sag mal, was ist das? Ein in der Nähe sein? Ich meine, er kann ja nicht so weit weg sein, eigentlich. Ne? Ja, jetzt nerv nicht, Junge. Naja, wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle mal einen Cut und schaue mal offscreen nach dem Stein. Bis gleich. Puh, die Suche hat es doch ganz schön schwierig gestaltet. Aber hier ist der Stein. Mein Gott. So ein bisschen abgelegen, aber okay. Wir haben den. Ja. Wie gesagt, die grobe Karte im Internet ist relativ ungenau. Deswegen kann es halt sein, dass man da auch durchaus eine starke Abweichung bekommt. Ne? Aber dieser Krog ist damit gefunden. Ja, prima. Dann geht's ran an die nächsten Krogs. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ist immer gut zu wissen. Ist auch ein großes Land hier, ne? Akala. Hat schon was. Sollte hier auch nicht noch was sein? Weiß es nicht. Schauen einfach mal nach. Nee. Soweit erstmal nix. Ja, genau da oben sind die drei Bäume, die wohl unseren gewünschten Grog geben. Oder liefern. Ja, sehr schön. Wieder ein Apfelrätsel, ne? Wie immer. So. Gut, müssen wir nur noch die richtigen Bäume abpflücken. Na. So, und jetzt müssen wir noch mal genau aufpassen. Genau, den Apfel, den wir wegschießen müssen, ist der da oben. Richtig. Jo, wir haben das. Und da ist ein Apfel. Oh, aber kein Pfeil. Okay. Keine Ahnung, warum der Pfeil einfach verschwunden ist. Naja. Egal, egal, was soll's. Wir suchen die anderen Crocs auf. Da vorbei an dem Monsterlager. Na, wobei, hier unten ist noch einer. Ja, hier sind wir korrekt. Ach ja, haben wir da wieder einen Konflikt, den wir lösen sollen. Jo.
Puh, jetzt ist wohl ein Dank angebracht. Monster Essenz, cool. Er soll nachts wie von Geisterhand auf der ganzen Welt auftauchen. Ja, wir haben ihn schon lange gefunden. Kiltons Laden, ne? Nur gut, waren halt Ewigkeiten nicht mehr bei ihm. Nur vorhin habe ich den ja wieder gesehen. Ah ja, da bist du ja. Wunderbar. 140. Du bist gefunden. Prima. Und da habe ich es mir sogar gar nicht mal so vertan mit der Markierung, ne? Im Gegensatz zu den anderen Orten. Da habe ich es mir erst ein bisschen verschätzt. Würde es mal behaupten. Aber gut, wenn man einfach in der Umgebung sucht, dann findet man auch die Crocs. Okay. Ja. Okay. Okay, das finde es interessant. Warum wird hier nichts angezeigt? Oder ist der Croc wieder auf dem Baum? Moment, also da sollte man immer ein Auge drauf werfen. Wir hatten mal die Situation, dass einfach mitten unter bewachsenen Bäumen ein kahler Baum stand. Und das kann so in der einen oder anderen Situation ein Indiz für einen Croc sein. Moment. Ne, auf dem dicken Baum kann er nicht sein. Vielleicht auf dem hier oben. Wir klettern einfach mal rauf. Ja, tatsächlich. Habe ich es ja richtig vermutet. Prima. Dann bist du also auch gefunden. Prima. Und der nächste Croc, der wartet schon. Ja. Ein bisschen sehr gefährlich ist das Gebiet, würde ich behaupten. Aber da in der Ecke ist der Croc. Man muss einfach extrem auf diese Wester aufpassen. Weil mit fliegenden Western das anzulegen, ich weiß halt leider bis heute immer noch nicht, wie man die sinnvoll oder effizient besiegt.
Vielleicht muss das mal tatsächlich rausfinden, weil das wäre natürlich schon nice, wenn man die auch irgendwann bezwingen kann. Oder früher oder später. Ne? Gut. Du musst also hier in die Lücke, schätze ich, ne? Jo. Tatsächlich. Ui, du hast mich entdeckt. Okay, dann haben wir dich auch gefunden. Okay. Jo, dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part auch gewesen sein. Wir sind wieder bei 20 Minuten angekommen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mich abonniert. Wir werden dann beim nächsten Mal entsprechend hier den Krogdein einsammeln. Ja, und alles weitere dann im nächsten Part, ne? Alles klar, bis dann. Ciao.